und herzlich willkommen zu einem Stream Lumberjacks Dynasty. Ich wollte gerade sagen, neuen Stream, denn ich habe gerade festgestellt, dass wir vor einem Monat das letzte Mal Lumberjack gespielt und gestreamt haben. Mittlerweile rückt das Update, was schon längst hätte da sein müssen, näher. Und die ersten Informationen habe ich damit auch bekommen. Und ich habe mir überlegt, ich werde... Oh, das ist das Erste, was ich jetzt gucke. Ich habe keine Äpfel. Und das ist scheißeralala, würde ich jetzt mal so sagen. Oder haben wir Äpfel? Nein, wir haben keine Äpfel. Wir haben die alle zu Mousse gemacht und haben die quasi verhökert. Das ist schlecht, denn ich weiß gar nicht, wann meine Äpfel... Wann kommen die Äpfel, wenn das einer weiß? Keller? Habe ich Äpfel in den Keller gebracht? Nein, oder? Hab ich nicht. Sag nicht sowas. Achso, Keller. Apropos Keller. Da habe ich nur meine Blaupausen drin, ne? Aber kein Essen. Da habe ich nur meine Blaupausen drin, ne? Es sind viele Hütten, die Brücke und der Turm zu bauen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie lange ich jetzt hier überleben muss ohne Äpfel. Und dann kann ich nämlich die Quest sonst gar nicht machen. Aber ich werde jetzt mal... Oh, das ist das schnell heute. Ich werde jetzt mal eine Runde schlafen gehen. Ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste. Andrero, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Lumberjack Dynasty. Mal wieder nach langer, langer Zeit. Ja, ich genieße den Ausblick ja immer noch. Es ist ja immer noch der absolute Wahnsinn. Ja, ich habe hier drin tatsächlich nicht mehr weitergemacht. Ihr habt ja gesehen, 11. Januar war der letzte Spielstand. Ja, und wenn ich hier so an meine Küche gucke, was soll ich dazu noch sagen, außer nichts? Außer eine Runde nix. Die wachsen wieder. Ja, das ist das Ding. Die wachsen natürlich. Die Frage ist, wie lange brauchen die zum Wachsen, wenn ich die dann demnächst für die Quests brauche? Das ist wirklich so. Einen wunderschönen guten Abend, Mickey. Schön, dass du auf meine Bienchen aufgepasst hast. Nass reicht aus. Wir haben April. Weißt du ungefähr, Schlange, wann die Äpfel kommen? Ich habe das nämlich nicht auf der Uhr, so überhaupt gar nicht. Herbst. Ja, hallo, Herbst. Ja, vom Herbst sind wir noch weit, weit entfernt. So, schauen wir mal. Ach nee, hier waren ja auch noch, ne? Schauen wir mal, dann sehen wir schon auch hier alles nass, alles schicki. Dann gucken wir mal, was wir an Brettern haben. Unsere Fahrzeuge stehen zumindest noch immer da, wo sie sollten. Wir haben hier drinne 48 Kisten. Das sind 480 Bretter für... von Eichenholz. Dann haben wir hier noch jede Menge. Das ist auch bald trocken. Das lassen wir auch, glaube ich, trocknen. Zu Ende trocknen. Und hier sind auch noch jede Menge. Kann man das irgendwo nicht in kürzerer Variante sehen, irgendwie? Spielinformationen, wie viel Bretter und so weiter? Nee, ne? Sägespäne, Rinde, das sieht man hier alles nicht, ne? Bis jetzt hat sich noch nichts geändert. Am 18. soll jetzt das Update kommen. Ja, was tun, sprach Zeus. Also ich möchte auf jeden Fall meine Gebäude noch renovieren.
Die Ehefrau steht schon in den Startlöchern. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mal die Frage an unsere Schlange, kann ich denn die Frau, die ich möchte, heiraten? Oder ist das irgendwie so vorgegeben? Ich noch Bretter im Dings? Holzdielen. 64 Stück. 18. Februar, ja. Die Frage ist jetzt, soll ich die weißen Bretter fürs Bauen nehmen oder nicht? Weil im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied, oder? Ich will ja nicht alle Frauen auf der Map heiraten, Schlange. Ich will nur eine. Habe ich einen Moderator? Glaub ich Spinne. Oh. Ein Moment, ich muss die Kategorie ändern. Das habe ich natürlich vergessen, war ja klar. Da hat man Moderatoren, dann muss man das noch mal noch selbst machen hier. So. Ich werde die weißen Bretter nehmen. Ist egal. Ich nehme nicht die Eichenbretter, oder? Eigentlich, aha, das ist so. Ich nehme die weißen. Ich hole mir jetzt die weißen und dann ist gut. Was soll's? Was soll's? Ja, das Personal ist echt ein Problem, weißt du? Einen wunderschönen guten Abend, lieber Jan. Weiß gar nicht mehr, wie das geht, Leute. Ich kann die gar nicht holen mit dem Scheißteil, ne? Ach, Menno. Ich kann die gar nicht holen mit dem Ding hier. Aber mit dem, ne? Ah. Wie viel brauche ich denn für beide Gebäude? Für Hühnerstall und Werkstatt? Weil ich muss ja jetzt die Zeit ja sowieso überleben. Wie ist das eigentlich? Die Milch, Eier und so weiter, ne? Milch, Eier war das. Brauche ich die ziemlich schnell oder muss ich da wirklich die von meinem eigenen Hof nehmen? Da wäre gut der ewige Baum. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Den werden wir heute auch, glaube ich, noch mal köpfen. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Milch und Eier demnächst vom Hof innerhalb einer Woche alles zusammen. Wenn das geht. So, wir haben ja. Mal gucken, wo hier welche Geräte sind. Das sind die Bretter. Wir haben ja noch welche im Inventar. Die werde ich jetzt auch erstmal vergurken, tatsächlich. Weil ich möchte denjenigen. Die noch so ein bisschen mit ihrem Schicksal hadern. Etwas zeigen, denn ich weiß nicht, wie lange das noch so möglich ist. Wir haben noch 40.
22. Dach würde ich dann tatsächlich auch neu machen wollen. 10. Reicht das? 2, 4, 6, 8. Wird nicht reichen, ne? Was für eine Kacke. Entschuldigung. Genäh, das wird jetzt nicht, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Also immer darauf achten, dass ihr entweder auf Null kommt. Oder einfach euch eine neue Palette holt. Das ist immens wichtig. Wichtig, Kuhstall und Hühnerstall, ja. Wo ist denn da bitte jetzt gerade die Hitbox gewesen? Ganz ehrlich, der Hammer war hier und die Hitbox war hier. Was ist... ja. Was ich nach Lumberjack spiele? Ach, was so? Also... Alex, frag. Frag. Nicht aufregen, nur wundern. Ja, natürlich. Ich, hallo, lieber Jason. Jason, mein Jason. Schöne Grüße nach Valheim zurück. Och, du bist so eine Zockerbraut, ehrlich. Jason, mein Jason, du bist so ein Zocker. Ach je, ach je. Guck mal hier. Guck mal, wo die Hitbox ist. Das ist doch nicht normal, oder? Naja, wenigstens ist der Zaun fertig. Alright! Jetzt hat er mich... Weißt du, er hat mir vorher schon Hallo gesagt und trotzdem habe ich mich erschrocken. Dankeschön, Jason. Dankeschön. Ich knutsch dich ganz dolle. Ist mir egal, ob du leuchtest oder nicht. Wir arbeiten uns Stück für Stück voran, in der Hoffnung, dass ich nicht wieder die Bretter versäume. Aber warum ist da jetzt, das ist einer von innen, oder? Ja, mal gucken. Ach Jason, du kannst für mich alles machen. Und wenn du dich ranschleichst, du weißt doch. Ganz und klammheimlich. Wo ist hier der? Da ist der Hammer. Ist das der hier? Nee, hier muss noch irgendwo ein Hammer sein. Will den nicht verpassen. Den letzten Hammer hier. Na toll. Ich werde ihn verpassen, oder? Immer schön aufpassen. Da ist er. Guck dir das an, du. Da muss der andere auch hier oben irgendwo sein. Bevor... ach nee, warte mal. Wir machen das anders. Wir machen noch ein bisschen. 1, 2 kann ich noch verbrauchen. 1, 2... Bretter kann ich noch. Genau. Und noch einmal.
Machen wir die hier oben mal. So, und da ich jetzt nur noch 2 Stück habe, hole ich mir eine neue Palette. Die Bäume liegen da immer noch am Boden. So, jetzt haben wir wieder 100. Jetzt haben wir quasi 2 Paletten stehen mit 2. Ich finde das hier echt merkwürdig, dass man die Hammer so komisch sieht, ne? Da. Ist das jetzt hier verbuggt oder bleibt das jetzt so? Ich weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man. Den schicken Coop auf jeden Fall neu machen. Also Schlange hat ja auch vorhin im Chat geschrieben, bitte Kuhstall und Hühnerstall machen. Also nicht nur eins. Verstecken sich hier diese Hammer? Das ist wirklich... Nee, ich habe die nicht weggeschaut. Warte mal, Moment mal. Hast du ein Problem gelöst mit dem Grundstück, wo du gepflanzt hast? Da liegen Bäume am Boden. Die im Boden liegen, die habe ich nicht mehr gekriegt. Die im Boden lagen, die habe ich nicht mehr gekriegt. Also ich finde das hier, aber das ist... Ah, das soll schon so sein, oder was? Das Gitter, okay. Ja gut, dann ist das so. Nehmen wir das so mit. Jetzt wird hier reichlich genagelt. Hallo? Ehemann. Ich glaube, wir müssen uns über gewisse Begrifflichkeiten nochmal unterhalten. Ich hätte noch Kupfernägel, leider im falschen Spiel. Ja, bei Valheim gibt es sowas viel, ne? Die lassen sich auch gut vernageln. So, wir haben noch 2 Bretter in der Tasche. Heißt, wir nehmen uns die nächste Palette vor. Das müsste rein theoretisch jetzt diese hier sein. Und dann haben wir wieder 100 Bretter. Die 2 Bretter haben wir auf die Palette zurückgelegt. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, was ich hier tue. Denn ich möchte gleich mal was probieren. Das müssen wir wahrscheinlich von oben machen. Ah, hier fehlt noch ein Hämmerchen. Sehr schön.
Aber wenigstens haben wir den Balken mitbekommen. Soweit sieht das jetzt dieser Teil schon ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, dann. Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Ach, man sollte vielleicht den Controller nicht gegen die Tastatur drücken. Eine Nagelspende. Oh, Jason, danke schön für deine Nagelspende. Eine Nagelspende. Ja, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich nehme Nagelspenden entgegen. Nein, Scherz, Leute, Scherz. Irgendwie muss ich ja hier zu Potte kommen. Ohne Nägel geht hier nichts. Aber eine Nagelspende, das könnten hier auch. Die Manu könnte und der Ehemann könnte auch mal Nagelspende machen. Der hat ja auch schon Subsistence gespielt. Der sollte wissen, wie das geht. Also mit der Nagelspende. Hast du die Katze mit in den Ofen gesetzt, lieber Jan? Weil dann kriegt man viel besser den Teig aus dem Inventar. Aus dem Haar. Aus dem Inventar. Wieso krieg ich die Balken nicht? Ach, da muss ich da oben hoch. Okay. Machen wir später. Kater in die Waschmaschine bei 90 Grad. Oh ja, damit die Schmusewolle bleibt, ne? Nochmal Nachschub. Grit, danke schön. Oh, nochmal Nachschub, sagt sie. Danke schön. Ich hole dir ein paar bei Subsistenz. Ja, gute Idee. Gute Idee. So, wir haben wieder zwei Bretter übrig. Nächste Palette. Diese hier hat noch 100. Huch, nein, ich wollte nicht einsteigen. Ich wollte nicht einsteigen. Ich wollte diese. Was hat Lavisina immer gesagt? Auf den Boden schauen, Andrina. Wenn du die Paletten darunter nimmst, auf den Boden schauen, Andrina. Hat sie immer gesagt. Ach, Menno. Andrina hört nicht zu. Andrina hört nicht zu. Lavisinchen, du hast mir immer gesagt, auf den Boden schauen, wenn du Holz von dem LKW nimmst. Vielen Dank für deine Bits. Und da ist er, der Hype Train, genau. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Jason! Oh, Jason, mach es nicht. Dankeschön. Ich bin schon froh, dass es dich überhaupt gibt, Mensch. Dankeschön. Bin so froh, dass du die letzte Zeit so für mich da warst. Jan, das ist perfekt. Du bist perfekt. Dankeschön, Jan, auch für deine Bits. Ciao. Danke, danke, danke.